Also, pass auf, ich werde das mit dir den Full-Packet-Trick machen. Ein sehr schöner und einfacher Trick, aber auch, der hat auch einen sehr guten Effekt. So. Und du hebst jetzt mal bitte von diesem Deck drei ungefähr gleich große Stapel. Dann suchst du dir aus jedem Stapel eine Karte raus. Du kannst Karten auch noch mal gerne in die Kamera zeigen. Ich drehe mich auch um. Hast du? Ja, lieber. So. Jetzt werde ich deine drei Karten unter dem jeweiligen Stapel begraben. So, und du sagst mir jetzt mal hier für den Stapel eine Zahl zwischen 10 und 15. 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die restlichen Karten oben drauf. Hier bei dem nochmal. Dann nochmal 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die restliche Karte oben drauf. Und hier drüben machen wir? 10. 10. Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lass die Karten oben drauf. So, und jetzt tausche ich einfach mal hier ein paar Stapel. Ja, so, tausche die. Hier im ersten Stapel hat man 12, ne, 11, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lass die Karten oben drauf. Matten 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das sind Karten oben drauf. Ja. Und 2 haben wir 10. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind Karten oben drauf. So, jetzt tausche ich mal die beiden Stapel hier und die beiden. Jetzt machen wir das gleiche drüben. 11, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lass die Karten oben drauf. Dann hat man 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Da drüben hat man 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. So, und ich habe den Kartentrick, der hat jetzt geklappt. Waren das deine drei Karten? Ja, das waren meine drei Karten.